Hi und herzlich willkommen zu den Fotokina-News. Ich befinde mich jetzt an dem Stand von DJI, weil hier habe ich mich was richtig Cooles entdeckt. Das neue Osmo Mobile. Osmo gab es schon vorher, allerdings mit einer fest installierten Kamera. Jetzt ist es auch möglich, sein eigenes Handy dafür zu benutzen als Kamera. Und das macht das Ganze schon wesentlich interessanter, denn die Handys entwickeln sich immer weiter, jedes Jahr kommt was Neues raus, dementsprechend wird die Kameraqualität auch immer besser und da kann man dann einfach immer wieder hin und her wechseln. Osmo Mobile, das ist quasi ein Handstabilizer, um die Bewegung einfach viel smoother zu machen, wenn ich mit dem Handy filme. Und wie man jetzt hier sehen kann, wenn ich das Ganze jetzt hier hin und her schwenke, dann bleibt das Handy hier wirklich stabil drin und ich habe eine kontinuierliche, saubere Bewegung da drin. Das Ganze funktioniert genauso wie bei der Drohne, wie bei der Phantom 4 zum Beispiel. Da ist dasselbe Gimbal quasi oder fast dasselbe Gimbal verbaut, zumindest dieselbe Technik. Und dementsprechend hat man hier wirklich die Möglichkeit, perfekt abgestimmte Videos zu machen. Das Ganze hat hier dann noch die Möglichkeit, über einen Joystick das Ganze noch zu drehen, nach unten und nach oben zu schwenken. Und somit kann man das Ganze hier auch selber dann noch ein bisschen beeinflussen. Ansonsten geht dieser Osmo möglichst immer mit meinen Bewegungen mit. Ich kann hier hinten auch auf diese Taste zweimal draufdrücken, dann geht das Ganze hier wieder automatisch in die Standardeinstellung rein. Wenn ich jetzt hier weiter runtergehe zum Beispiel, dann bleibt das Ganze hier auch so stabil. Ansonsten hat es auch noch ein paar coole Features, wie zum Beispiel auch die Phantom 4. Ich kann zum Beispiel hier Face-Tracking oder allgemein dieses Tracking einschalten. Ich habe jetzt hier die Frontkamera eingeschaltet und kann jetzt hier zum Beispiel einfach mal mein Gesicht so markieren. Ich habe jetzt hier mal nur meinen Mund markiert. Und wenn ich jetzt hier das Gimbal hin und her schwenge, dann sollte die Kamera mir automatisch auch folgen. Und genau das tut es auch. Relativ zuverlässig, wenn man das Ganze einigermaßen einstellt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mehrere Punkte sich markiert, einfach die Kamera hin und her bewegt, mehrere Punkte markiert und dann zum Beispiel mit einer Timelapse arbeitet, wo dann einfach die Kamera automatisch dann diesen Weg hinterher verfolgt. Also eine richtig coole Sache. Für mich auf jeden Fall sehr interessant. Auch vom Preis her liegt das Ganze bei 330 Euro. Es ist nicht ganz günstig, aber für die Technik, die drin ist, sollte man das Ganze auf jeden Fall sich überlegen. Ganz cool ist auch noch, habe ich noch gar nicht erklärt, man kann das Ganze natürlich auch hier in den Snapchat-Mode umschwenken, das heißt in den Portrait-Mode. Und dann kann man hier auch ganz easy für Snapchat zum Beispiel Sachen aufnehmen, indem man einfach das Handy hier um 90 Grad dreht. Man kann es auch noch weiter drehen und dann so rumfilmen, wenn man zum Beispiel direkt über dem Boden ist. Dann kann man hier auch sehr, sehr coole Aufnahmen machen und einfach so direkt über den Boden schwenken. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du noch Wünsche hast, wo ich noch hingehen soll, einen Tag bin ich noch hier, dann sag mir Bescheid und dann werde ich auch da nochmal zu den entsprechenden Ständen hingehen und dir die Neuigkeiten präsentieren. Also bis dahin, viel Spaß und ciao.